Spiel 3. Hallo, Joko und Klaas. Ihr erhaltet heute die einmalige Chance, eine für die Menschheit bisher unerschlossene Welt zu erforschen. Eine Aufgabe wie geschaffen für euren unerschütterlichen Pioniergeist. Findet euch bitte um Punkt 12 Uhr in Berlin ein. Dort erhaltet ihr eine spezielle Ausrüstung, mit deren Hilfe ihr euch durch eine extra entworfene virtuelle Spielwelt bewegen müsst. Damit die Umstellung nicht so schwer fällt, habe ich zwei perfekte digitale Kopien von euch anfertigen lassen. Körperspezifische Spielerdaten werden gescannt. Spiel startet in 3, 2, 1. Das ist verrückt. Du siehst aus wie so ein deutscher, typisch deutscher Alkoholiker. Dünne Beinchen, dicker Bauch. Du siehst aus wie einer, der vom Krankenhaus steht mit so einem Infusionsständer und einer raucht. Ich habe aber auch eine tolle Frisur, ne? Warum habe ich eine Glatze? Ich sehe ein bisschen aus wie Ross Anthony auf Steroiden, ne? Kannst du mir mal da am Arsch kratzen? Da hab ich da hinten mal. Das wird ein echter Arsch. Guck mal. Du hast eine sehr ungesunde Körperhaltung, Klaas. Was genau machen wir jetzt hier? Ihr befindet euch im einzigartigen Joko und Klaas gegen Pro7 4D Adventure. Ihr steuert eure Joko und Klaas Avatare durch eine gigantische virtuelle Welt voller Hindernisse, Rätsel, aber auch Gefahren. Sag mal, erschrecken wir uns auch? Oh, ist das nicht gut. Obacht! Erstmals in der Geschichte dieser Sendung habt ihr die Chance, innerhalb einer Herausforderung zwei Vorteile fürs Finale zu erspielen. Okay. Diese befinden sich in Form von Energiewürfeln irgendwo versteckt in diesem Spiel. Erreicht ihr innerhalb von 30 Minuten den ersten Checkpoint, gehört Vorteil 1 euch. Wenn ich dich jetzt küssen würde, ne? Wäre das dann virtual oder wäre das echt? Hör doch jetzt mal auf. Findet ihr nach weiteren 30 Minuten den zweiten Checkpoint und löst das finale Rätsel, erhaltet ihr den zweiten Vorteil. Wo müssen wir hin? Momentan befindet ihr euch noch in einem Vorraum zum eigentlichen Spiel. Um das Spiel zu starten, müsst ihr ein Kennwort finden und es laut aussprechen. Ein Kennwort? Was ist hier mit dieser drehenden 7? Ist da was da drin? Vielleicht ist das eine Tombola, vielleicht kann man da reingreifen. Guckst du gerade von unten drunter? Mhm. Boah, mir wird ein bisschen schwindelig hier. Ist das Kennwort vielleicht Pro7? Falsches Kennwort. Bitte wiederholen. Nein. Sag mal, hast du irgendwas an dir? Warte mal, bleib mal stehen. Dreh dich mal um. Ja. Dreh du dich mal. Nee, da ist nichts. Mach mal Arme hoch. Lass mal gucken, komm her. Du siehst aus wie Peter Maffay. Warte mal. Du hast ein Tattoo da. Hau ab. Das ist eklig, man denkt, man fuckt die an dir, Hau ab. So, ich träum davon. Was, du? Was steht da? Hau ab. Du, pain is deep. Ist das das Passwort? Kennwort laut und deutlich wiederholen. Hau ab, du, pain is deep. Kennwort korrekt. Oh, Alter, ist das bescheuert. Spiel und Tempel-Szenario werden geladen. Du auch? Oh nein, ich finde das gruselig. 30 Minuten laufen ab jetzt. Boah, hast du den Blitz gesehen? Guck mal da, oh. Man fühlt sich selber so dämlich, weil man in den virtuellen Himmel guckt und trotzdem total geflasht ist. Wo sind wir denn hier? Du gehst vor, oder ich soll ich vorgehen? Boah, Joko, ey. Das ist nicht mein Ding hier. Nee, das ist auch ein bisschen düster. Boah, guck mal. Was ist das? Hier ist was. Ist das ein Zauberstab? Ich hab ihn. Und da kann man aber ja, sag mal. Hast du mich gerade... Entschuldigung. Sorry. Sorry. Alles gut. Ich wusste auch nicht, dass das angeht hier. Halt mal fest, ich zeig dir mal was. Willst du mal, guck mal, du siehst ja aus wie so eine Couch-Potato, ne? Ja. Weißt du, wie man so einen tollen Körper kriegt wie ich?
Zeig mal. Oh yeah. So. Sau gut. Bitte, ich gebe dir die Fackel wieder. Ey, man hält das so weg, als könnte man sich verbrennen daran, ne? Zurück. Wir müssen hier diese Mauer aufkriegen wahrscheinlich, ne? Kann man vielleicht irgendwas mit dieser Stele machen? Kannst du mal deine Hand da drauf machen? Der Mund von der Maske ist aufgegangen. Versuch mal, die Fackel da reinzustecken. Ah, guck mal, da geht das Ding auf. Du hier lang wackelst. Hier ist sehr, sehr dunkel, geh mal vor. Oh nein, das ist unheimlich. Geh du vor. Ja, aber dann gib mir die Fackel. Nein. Ja, aber ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nicht, wo ich hingehe. Du siehst, ich leuchte dir. Oh, vorsichtig, das ist gefährlich. Komm rein. Du dich sehen könntest. Ey. Du hast doch gar keine Schuhe an, meine Güte. Boah, ey, das ist nicht gut hier. Das bricht ab. Es wackelt. Aber wie kommen wir jetzt hoch? Oh, das geht runter. Oh, fuck. Wieso muss hier die Hose... Das ist mir zu unheimlich. Oh, guck mal, da liegen Füße. Nee, was ist das? Ein Handschuh? Nee, was ist das? Ein Skelett? Was machst du? Mir ist das so unheimlich. Guck mal, was ich für einen Schatten werf. Guck mal. Wie du aussiehst. Ey. Oh. Ganz ehrlich, ey, wenn man vor allem hier Angst haben muss, dann sind wir das. Da sagt einer, ich weiß es. Was war das für Riesenratten? Warte, ich halte mich fest bei dir. Was weiß sie? Hart. Was sind das für Zeichen? Was denn? Da steht der Kultgeist. Ist das der Kultgeist? Der Kultgeist, ja. Nee. Das muss jetzt auch nicht sein, ne? Die schreit uns gleich an, oder die springt uns an oder so. Hör auf, etwa. Hier ist ganz dunkel, komm um die Ecke! Komm um die Ecke, hier ist dunkel! Nimm die Flossen weg! Hör auf! Lass sie! Ja, die weiß irgendwas. Guck mal, wir müssen irgendwie da hoch. Da ist alles zu. Klaas, wenn du die Fackel hältst, wäre es gut, wenn du auch vorgehst. Dann halt du die doch. Was ist hier? Schreit ohne Stimme. Fliegt ohne Schwinge. Beißt ohne Zahn. Murmelt und zirpt. Kein Mund. Ja, sie weiß es. Kannst du uns kurz das Rätsel verraten? Oh, klar, sie will da nicht hin. Komm näher. Scheiße, ey. Komm näher. Bitte geh einmal hier Licht um die Ecke. Nein, ich trau mich nicht. Komm näher. Boah. Komm näher. Bist du so lieb und würdest mir die Antwort verraten von dem Rätsel, was da vorne auf dieser Holztafel geschrieben ist? Wind! Vielen Dank. Kann ich nicht nehmen. Aber ich schreibe dir meine Nummer auf. Ruf mich an. So, Wind. Kennwort korrekt. Tür öffnet sich. Komm. Zweiter Stock. Okay, ab geht's. Ah, da ist wieder so ein, guck mal, da ist wieder so ein Ding zum Draufdrücken. Irgendwo geht was auf, irgendwas runter, irgendwas hoch. Ah! Soll ich, drückst du ja, mal? Ja, drück mal drauf. Nee, drück mal drauf und dann komme ich außen rum und halt die offen. Oh.
Oh, jetzt sehe ich nichts. Kannst du die Fackel mal durch dieses Loch stecken da bei dir? Auf die andere Seite? Warte, ich sehe nichts. Warte, wo ist denn da? Hast du die Hand noch da drauf? Schnell! Oh. Dann warte, ich mach jetzt. Ich bin da. Danke. Sehr super. Gerne. Super gemacht. Warum hört ihr nicht zu? Oh, ich höre eine Stimme. Warum hört ihr nicht zu? Was ist das? Warum hört ihr nicht zu? Warum hört ihr nicht zu? Steven! Oh Gott. Steven. Kann man den anfassen? Nee, komm, da gehen wir nicht rüber. Guck mal, wie tief das da ist. Lass es. So. Na, guck mal, hier geht's weiter. Oh Gott. Oh Gott. Boah, jetzt müssen wir jetzt nicht hier so ein. Guck mal, muss man da auf diese Piloten da oder wie nennen wir das? Auf diese. Oh, nee. Ah, hier geht's weiter, komm. Ja, ist gut. Boah, Alter. Alter, ist das hoch. Ich guck nicht runter. Ah! Glas! Oh, oh. Scheiße. Sorry, hab ich die jetzt kaputt gemacht? Hä? Und ich? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Na, warte mal. Ich guck mal, ich geh mal vor. Junge, ich hol dich gleich. Ich weiß nicht genau, wie ich's machen soll. Ja, okay. Ich bleib einfach hier. Boah, hier wird's richtig dunkel, wenn du weg bist, Alter. Nee, man kommt hier wieder raus, aber ja, ich kann doch Joko jetzt nicht da zurücklassen. Ah, ich hab ein Brett. Oh, ist das nicht gut. Warte mal. Kann ich da irgendwo rüber? Oh Gott, ist das tief. Ja, logisch, jetzt muss ich über dieses Brett balancieren. Ja, was? Willst du da jetzt sterben da oder was? Ist dir das lieber? Joko. Was ist mit deinem rechten Fuß eigentlich? Der steht die ganze Zeit so ab. Hast du dir wehgetan? Ja, ja, ich hab Spreizfüße. Aber wenn mir jetzt die Fackel runterfällt, dann ist er weg. Ne? Ey, nicht, dass das da abbrennt alles. Ja. Ja. So, nun komm. Ja, warte, nun komm. Kannst du mal ein bisschen Licht hier machen? Hier ist der Vorteil, hier ist der Vorteil. Der Vorteil, komm. Ja, warte. Nicht so schnell bitte, nicht so schnell. Wenn du da langsam runterfällst, bist du trotzdem tot. Boah, Leute. Okay. Nee, doch nicht, okay, gib mir noch mal eine Hand. So. Boah, krass. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist der erste Vorteil. Ihr habt den ersten Vorteil fürs Finale gefunden. Sehr gut. Boah, muss man hier mal kurz hinsetzen? Pause machen, gerne. Es bleiben euch weitere 30 Minuten für den zweiten. Hier, halt mal. Ja. Oh, Alter, ey. Oh, ich komm, ich hab mir mein Bein voll verdreht. Ja. Kannst du da mal drunter durchkrabbeln? Also, ahnungslos als erstes. Ey, das ist Schmidt hier im Fantastico. Da sind welche schon aufgespießt worden. Da muss man wahrscheinlich rüber, ne?